Hallo, hier ist wieder eure Gartenmoni. Heute ist Tag 3 und wir wollten jetzt eigentlich so eine 2-Stunden-Wanderung machen Richtung Nordosten, Richtung Elsau-Saal. Und von dort haben wir einen Wanderweg rausgesucht. Jetzt sind wir aber in die verkehrte Linie eingestiegen, beziehungsweise wir haben die Nummern irgendwie, wir haben uns vertan mit der Busnummer. Und jetzt ist der Bus natürlich Richtung Westen gefahren. Ja, da dürft ihr jetzt nicht lachen. Ist jetzt einfach so, wir sind jetzt dann irgendwo ausgestiegen. Da war ich schon einmal und da suchen wir jetzt einen Weg. Da war es nämlich auch ganz schön und ich hoffe, dass wir den auch finden. Auf dem Weg nach dem Wanderweg, schaut mal, wie schön das ist. Und das Wasser ist sowas von klar. Wahrscheinlich wird man das jetzt auf der Kamera gar nicht erkennen. Aber das ist so türkisblau. Ganz toll. Ja, ich möchte euch jetzt einmal zeigen, so kann Teneriffa natürlich auch ausschauen. Wir sind jetzt in Icod gelandet. Hier in Icod ist der größte und auch älteste Drachenbaum der Insel. Und der ist geschätzt 1000 Jahre alt und es ist außerdem das zweite Wahrzeichen, kann man sagen, von Teneriffa, neben, also nach dem Teide, ne, nach dem Berg. Aber das ist schon ein gewaltig großer Drachenbaum, 1000 Jahre, wenn man mal überlegt, was der hinter sich hat, was der erzählen könnte. Ihr seht hier im Hintergrund, da ist ein Feuerwerk. Ich hoffe, dass ihr es hört, nicht, dass nur das Meeresrauschen rüberkommt. Ja, da war eine Prozession und die Spanier, die feiern das dann sowieso ganz anders wie in Deutschland. Erst kommt das Ernste und danach wird dann richtig gefeiert mit Musik und Tanz und Gelächter. Und also es ist richtig schön hier. Eben gestern war auch das Konzert da und ja, jetzt haben wir noch ein Eis gekauft, das war jetzt noch so gut. Zeige ich euch noch das Meer. Oh, da muss ich doch noch einmal. Ja, das ist das Haus davor. Bis ich jetzt dann vorlaufe und euch das noch zeigen will, da war jetzt das Feuerwerk aus. Ja, jetzt auch. Da ist noch das Meer. Klingt doch gut, ne? Da könnte ich mir jetzt ein Bett herstellen und könnte dann dazu schlafen. So, jetzt ist Ruhe eingekehrt. Und jetzt kommt noch um 23.30 Uhr auf dem einen Platz dann Musik und Tanz. Da schauen wir jetzt dann auch noch vorbei. Und ja, und dann geht es irgendwann ins Bett, weil morgen wollen wir mal wieder was richtig unternehmen. Heute hat es nicht ganz hingehauen. Wir sind nach Icod, obwohl wir eigentlich woanders hin wollten. Ne? Ja, ist irgendwas schief gelaufen. Und dann haben wir auch da jetzt die Zeit verpasst. Da habe ich mich geirrt mit der Zeit. Also mit dem Datum besser gesagt. Und jetzt nehmen wir uns halt morgen mal wieder was Größeres vor. Was genau, das verrate ich jetzt noch nicht. Das erfahrt ihr dann. Ja, morgen. Wieder ein neuer Tag. Wir sind jetzt in La Matanza und wir wollen wandern von da aus nach Tacoronte über Elsau-Saal. Und jetzt seht ihr da im Hintergrund
einen Guanchen. Seht ihr das? Das sind die Ureinwohner von Teneriffa. Die Guanchen. So, und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir den richtigen Weg finden. Und dann geht's los. Und unterwegs sehen wir da so ein Grundstück. Und da leben, da schaut her, sind die nicht süß? Die haben es eigentlich schön da. Allerdings ist es neben der Hauptstraße. Ui, da unten ist ein Schwarzer. Morgen. Guten Morgen. Die Leute sind freundlich hier. Ja, hier die Gegend, das ist auch eine Weingegend, wie ihr seht. Ist jetzt nur eine kleine Fläche, aber das ist an der Straße entlang halt. Das ist so ein Privatgrundstück. Und da sehe ich auch einen Zitronenbaum, einen Busch. Hängen Zitronen dran. Die schmecken ganz, ganz anders wie unsere daheim, die man kauft. Würde ich jetzt gerne eine aufschneiden und da auslutschen. Seht ihr da drüben die zwei gleichen Bäume? Das sind die, ist die Birkenfeige, die wir im Wohnzimmer stehen haben. Und das sind da richtig schöne Bäumchen. Und die schauen richtig gesund aus, so schön werden nicht einmal die bei uns im Zimmer. Ihr seht hier den Kaktus. Und an dem Kaktus sind viel, viel Läuse dran. Ich werde jetzt einmal das Bild vergrößern kurz. Da seht ihr doch so was Weißes dran. Das sind alles Läuse da an dem Kaktus. Und der Kaktus, der ist vor, also nicht der jetzt, den ihr seht, sondern diese Sorte, die ist eingeführt worden vor vielen Jahren, vor vielen, vielen Jahren von Mexiko. Und die Läuse, denen ist immer das Blut abgesaugt worden oder irgendwie gemacht worden, weiß nicht wie. Auf jeden Fall ist das Blut als Farbstoff verwendet worden für zum Beispiel Lippenstifte, die roten Lippenstifte oder auch andere Sachen überall, wo sie halt so einen roten Farbstoff braucht haben. Und da ist das Blut dafür verwendet worden und diese Läuse. Deswegen gibt es die so viel. Und ich kann mich erinnern, in der Schulzeit haben sie nämlich immer gesagt, ja, ein Lippenstift, ne, wenn wir angefangen haben, als Teenager mit Lippenstift zu arbeiten, ja, da ist das Blut von den Läusen drin. Und ich habe immer gelacht, aber es ist wirklich so gewesen. Wenn ich das erfahren habe, habe ich keinen Lippenstift mehr draufgelegt. Da hat es mich dann geekelt. Aber es wird heutzutage auch nicht mehr gemacht. Heute bleiben wir im Ort. Es ist heute nicht so heiß, es ist wunderbar angenehm, weil heute ist die große Feier in Porto de la Cruz und das ist die Feier für die Schutzheilige der Fischer. Und jetzt haben wir gerade schon eine schöne Veranstaltung gesehen mit Sänger, also so ein Chor war das und Musiker und Volkstanz, also Folklore-Tanz. War jetzt so schön und jetzt haben wir uns Eis gekauft, setzen uns her und ruhen uns ein bisschen aus vom Zuschauen, weil gestern, da habe ich kein Abschiedsvideo mehr gemacht, da waren wir ja wandern und es war sehr, sehr anstrengend. Wir sind fast 3 Stunden nur bergauf, aber oft teilweise sehr steil bergauf gelaufen und dann hätten wir fast unseren Bus nicht mehr gekriegt. Also das war ein bisschen durcheinander, aber wir sind noch heimgekommen ins Hotel. Also wir haben es geschafft. So, und jetzt essen wir Eis und dann geht's weiter.
seht ihr, so feiern die Spanier. Ist echt Wahnsinn. Muss man mal miterleben. Diese Statue, also die Schutzpatronin, die wird jetzt hierher gebracht zum Hafen, kommt dann auf ein Boot und wird dann später ins Meer hinausgefahren. Aber so lange bleibe ich jetzt nicht mehr. Es dauert mir einfach zu lange. Ich war jetzt 2 Stunden rumgestanden. Das reicht mir jetzt. Ich gehe jetzt mal weiter. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen was zeigen noch. Was da los ist und vielleicht habt ihr sowas auch schon erlebt, kann ja sein.